그치? 옆. 써, 무기 쓰는. Meine Schuhgröße 55. Das wäre dann 1000. Ich habe noch nichts erhalten. Oh doch. Oh, wow. Was ist denn das hier für ein Tag? Mega Glückstag habe ich heute. Wissen Sie, ich habe schon vorher jemanden getroffen und der hat mir beim Pfirsichverkaufen 100.000 Dollar gegeben für nix. Ist mein Glückstag. Passen Sie gut auf sich auf, ne? Gut. Nein, Mann, der ist sowas von angefahren. Sechs, ja. Check. Neun seit der, das weiß ich schon. Weil ihr seid echt, also ich sehe sehr wenige Verkäufer. Wir sind 10. Ah, okay, ja, da habt ihr einen Duax bekommen. Nee, kannst du mir aber bitte immer noch einen Krankenwagen rufen? Oder mein Sohn? Ja, Wahnsinn, ich fahr jetzt zum Krankenwagen. Naja, oder? Funkcheck. Ja. Ja. Ey, achso, soll ich die Kalaschen? Ich hab mal eine Frage, wo hast du das Auto?
Welches? 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 Du meinst du jetzt? Das ist ja nicht meins. Ach so. Na, bekommst du bei uns im Autohaus. Oh no. Hola, Jungs. Autohaus. Was für mein Autohaus? Hallo? Hola, Jungs. Hört mich? Hört ihr mich? Ja, ja, alles gut. Noch eine Frage an Sie. Haben Sie wieder noch einen neuen GT? Was? GT63? Ja, genau, den will ich nochmal kaufen, bitte. Ja, für meinen Freund. Warum? Für meinen Kumpel. Du kannst den einkaufen von mir. Wie schnell fährt der da? Weil das ist doch eine etwas seltenere Version, oder? Wie viel verkaufen Sie den? 2 Millionen. 2 Millionen? Mhm. Okay, kaufe ich. Bleib einmal mit deinem Dodge fahren, weil du mich angefahren hast. Ich war wegen dir fast im Himmel. Ja. Ich komme gleich wieder. Das bin ich. Aber ich will ja. Ich habe aufgemacht. Wer bist du? Was? Der will mein AMG kaufen. Ja, und? Ja, ja. Kann ich machen. Buenos dias. Moin, Meiche. Perfekt, weil ich bin der beste Autoverkäufer, den es hier im Start gibt. Ja, ich kaufe den Wartensee. Komm gleich. Schreib eine Bewerbung, legt es meinem Boss auf den Tisch. So, komm hier rüber. Och, Wartensee, das Fehler da in der Stadt. Warte kurz, ich muss das aber nicht jetzt anstellen. Wartensee. Da warten Sie, der blaue Auto, warten Sie bitte. Können Sie jetzt einsteigen? Können Sie mir? Ich hoffe, es funktioniert. Ne. Ach, scheiß drauf. Jetzt. Ja, jetzt, perfekt. Okay, dann viel Spaß. Ja, also, ich kauf den. Fair. Können wir kurz in einen ruhigen Ort fahren? So einen ruhigen Ort. Der Kollege kommt schon mit. Wie wieder? Oh, okay. Moin, moin. Guten Tag. Sorry. Netter Begrüßungsgruß. Hallo, Tobias. Mhm. Ja, könnt ihr mich zu einem ruhigen Ort bitte? Hallo. Oha, das Auto gefällt mir auch. Wie viel kostet das Auto? Das. Ah, kann man nicht kaufen. Ja, dann. Okay, dann geh mal. Können Sie aufmachen? Okay, fahren wir zu einem ruhigen Ort. Wollen Sie hier direkt verkaufen? Okay. So, okay. Also 2 Millionen haben Sie gesagt. Ich muss aber zum ATM fahren, bitte. Zum Geldautomaten. Du kannst mir das auch überweisen. Achso, ja, stimmt. Ich überweise das natürlich. Meine Schuhgröße ist 162. Also 162, warten Sie. Ja, korrekt. 2 Millionen. Kann ich hier Person aus kurz sehen? Natürlich. Rechtliche Zwecke. Ja, ja. Also wir. Ja, ist okay. Okay. Bei mir ist nicht so das Ding mit abziehen. Ja. Ist auch ein Suppengrund, aber ja. Soll ich überweisen jetzt das Geld? 1,6, wie viel nochmal? 1,62. Oh, guter Preis. Ja, warten Sie, 1,6. Ja, warten Sie, ich muss kurz. 1,62. Ich habe gerade nur 14 Millionen, aber 2 Millionen. Huch! Ich habe gerade nur 14 Millionen, aber 2 Millionen. Ich möchte gerne den rechts auch kaufen, gerne. Ich habe ihn gegeben. Oh, danke schön. Aber ich möchte den auch kaufen. Verkaufen Sie den wirklich nicht. Ich würde ihn 10 Millionen geben. Ja, wissen Sie, ich will ihn verkaufen, aber ich darf nicht, weißt du? Also der ist aber nicht 10 Millionen wert, oder? Nee, ich darf den auch verschenken, weißt du? Das sieht echt krank aus, Mann. Okay, danke schön für Ihr Handel. Ich habe mal eine Frage. Wo kann man diesen Dodge Charger und so kaufen? Den Dodge, ja, ich weiß nicht, ob man den kaufen kann. Ein Kumpel hat mir den gegeben. Ja, doch, ich weiß, ob man den kaufen kann. Ja. Okay, dankeschön für das Auto, schönen Tag noch. Schönen Tag. 2 Millionen, danke schön. Ich habe ihn für 1,2 gekauft. Ist doch gut. Ja. Wie heißt der eigentlich auf D-Funk?
Akkuschrauber. Ach so, das bist du. Wie viel Geld hast du jetzt? 2,4. 2,4? Ja, jetzt kannst du eigentlich ein Auto kaufen. Aber weißt du die Preise? Nee. Ich hab mal im D-Funk geguckt, was das so kostet, und da wurde mir ein bisschen schlecht. Ja, mir auch. Ja, aber im D-Funk. Was? Zum Autohaus. Oh. Eigentlich will ich mal einen Skyline holen, weil der macht mich echt an. Ich direkt steif in den Himmel, wenn ich sowas sehe. Der Skyline sieht zwar geil aus, ja, aber der kann Spitze. Dicker, wer ist das? Ach so, das ist der von dir. Der kann Spitze nur 170, 180. Warte mal. Weißt du was? Das ist eigentlich ganz gut, dass ich. Hallo, Tobias? Ja, hi. Hä? Hallo? Heißt du? Hallo? Ja, hallo. Bist du Akkuschrauber oder was? Ja. Ja, Digga, mir ruft jemand an, der heißt Tobias Walter. Und das bin ich nicht. Hallo? Der ruft mich an und ja. Der ist wahrscheinlich auch so ein loster Ronny wie ich damals gewesen, der vergessen hat, den alten Schritt zu kriegen. Ich muss aber echt sagen, Ethyli GTO ohne Spoiler finde ich schöner. Was denn? Den Ethyli GTO ohne Spoiler. Und wo kann ich das jetzt kaufen? Ja, da drinnen, wenn einer da ist, aber wahrscheinlich ist niemand da. Aber guck, geh mal in den Funk. Ja. Und dann, warte mal, dann gehst du auf MBB, also unter Bennys, gehst du dort, gehst du auf Informationen und dann rufst du einen von denen an, also einen Autohändler oder den CEO. Warte. Nur mal schauen, ob der wach ist. So, Benny, MBB, Informationen. Entschuldigung? Moin Moin, alles gut? Ja, alles gut. Hier Autohändler? Nee, aber der Kollege ist drin. Wollen Sie rein? Ach so, ja, der ist schon da. Ah, ja, ich glaube. Ja, Sie können gerne rein. Alles gut. Guten Tag, hallo. Hallo? Hallo? Kommen Sie. Wo sind Sie? Hier. Ach, da. Kommen Sie herum, bitte. Hä? Hallo. Hä? Ich habe ihn gerade aus den Augen verloren und dann war er weg. So, hallo, ja. Ich würde gerne ein Auto kaufen. Welches denn? Können Sie mir was empfehlen? Sekunde, ich guck mal, was Sie im Lager haben. Natürlich. So, wir hätten noch ein RS6, zwei RS5. Und 3 GLE, falls Sie. Was kostet denn so ein GLE? Ja, muss hier, Sekunde, muss ich kurz nachschauen. Ich sehe schon, dass man von den Preisen mehr schwindelig wird. Ein GLE kostet 3,4 Millionen. Haben Sie noch einen Skyline für mich? Oder kann ich den hier kaufen? Einen Skyline? Skylines? Sekunde. Ah, haben wir nicht auf dem Lager. Also die gibt's gerade nicht. Muss die leider enttäuschen. Werden die wieder aufgestockt? Also ich hätte, ich könnte... Ja, irgendwann. Also wir haben die gerade nicht bestellt. Ich bin in der Preisklasse von 2 Millionen. 2 Millionen? Ja. Sekunde, dann schaue ich mal für Sie nach. Ja, der RS5 ist in Ihrem Preisbudget. Können wir eine Probefahrt machen mit dem RS5? Eine Probefahrt? Natürlich. Sekunde. Ja. Ja, können wir machen. Sekunde. Klasse.
Wo ist er hin? Gerade ein bisschen nach. Ich bin ja schon Probe gefahren, Digga. Alles gut. Scram? Ja, Digga, der fährt nur 180. Ist das Ding. Sieht zwar geil aus, aber fährt nicht so schnell. Aber geh, also geh, der Herr kommt ruhig mit. Machen. Der Herr Kollege. Ja. Ja, dann einmal einsteigen. Ich darf sie leider nicht fahren lassen. Ja, okay. Aus sicherungstechnischen Gründen. Ja, alles gut. Okay. Dann fahren wir mal auf den Highway. Ja, da ist schon Minuspunkt Ausfahrt bei Spoiler. Ja. Sowas mag aber ich nicht. Der fährt auch ein bisschen komisch aus. Sehe ich im Rückspiel, aber. Ganz ehrlich, den habe ich auch als Privatwagen. Lohnt sich. Ich fahr mal auf den Golf. Golf muss ich gleich mal nachschauen, aber ich glaube eher nicht. Der kostet 60.000. Golf ist ja, also der ist gerade ausgekauft. Muss ich sie leider enttäuschen. Haben sie nur noch den als? Nur noch den und einen RS6. Aber die Preissekunde. Ich hab ja auch RS6 hier. Auch einen aus vorbei, Spoiler? Nein, aber der kostet. Ich glaube, der. Das ist ein Kombi, also ich denke eher nicht. Aber das würde mich nicht interessieren. Haben Sie 2,7 Millionen? Nee, ich habe 2,4. Ja, dann müssen Sie noch 300.000 ansparen. Weil, ja. Ich fahr gerade mein AMG für 2 Millionen verklingelt. Oh, okay. Ja, wie gesagt, Sie brauchen dann noch 300.000 dann. Ja. Ja, Tuning kostet halt auch mal eine Schippe, ne? Wenn die Performance Tuning dazu bestellen, kostet dieser 150.000 plus Lieferung nach Hause, also aber wenn ist auch ein Überlegungswert. Fahrzeug voll auf habe ich dafür bezahlt. Ja, wie gesagt, also man kann bei uns Pakete bestellen plus eine Lieferung nach Hause, das kostet 150.000 extra. Wissen Sie zufällig, ob man den Spoiler lassen kann? Also das habe ich nicht getestet, aber ich frage mal gleich meinen Kollegen nach. Bei Audi ist ausverbaubar bei dann dieser McLaren, okay, aber Audi muss nicht sein. Okay, ja, verständlich. Verliert man eigentlich so viel als Autohändler? Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Eine Sekunde, ich wende dann hier einmal, fahre ich wieder in die Stadt. Ich weiß, ich habe das Auto genug gesehen, auch wie es performt. Also, ich habe halt, wie gesagt, noch nicht getestet, ob der Spoiler einklebbar ist, sozusagen. Also, da kann ich nichts garantieren, aber ist schon zu verlässiger Daily Driver. Sie wissen, was ich meine. Und unser Tank ist gleich leer, scheiße. Bei mir haben wir noch 65 Tank. Ja, die Tanknadel spinnt ein bisschen. Also, ich denke mal, meine funktioniert mehr als Fahrer. Hoffe ich mal. Und wie finden Sie den Wagen bisher? Naja, es gibt vieles Positives und Negatives. Ja, der ist, ja, wie gesagt, der Spoiler, ne? Der Spoiler, die gefallen mir ja so. Der ist ja auch noch nicht getuned, also. Ja. Sekunde, ich fahr mal kurz zu der Tankstelle, ja. Weil wir sind wirklich ziemlich knapp. Mit ziemlich knapp meine ich sehr knapp. Funktioniert das bei Ihnen auch mit der Ratenzahlung? Nein, das unterstützen wir leider nicht. Oh, Entschuldigung. Nicht schlimm. Ich sehe ein Vorführfahrzeug, also.
So, Sekunde. Ich sehe schon, würde ich den kaufen. Wirklich? Die Polizei würde mich anhalten, dass ich kein Kennzeichen vorne habe, dass ich mir da kein Kennzeichen dran klatschen muss. Also, sie haben halt, müssen sie sagen, es gibt keine Ausstattung, es gab keine Ausstattungsoption dafür. Müssen sie vielleicht bei Bennys noch fragen, aber wir haben keine Kennzeichen dafür bekommen. Es gibt nur hin. Was kostet denn so ein Lamborghini? Ein Lamborghini? Also, gerade gibt's sowieso keine. Was würde denn der kosten so? Muss ich gleich einen Kollegen fragen, weil da steht was im Katalog. Ja, warte. Also. Aber gerade gibt's halt keine. Und den Huracan vom Kollegen, das ist ein Einzelstück. Also, kann ich sie jetzt schon täuschen. Hallo? Aua! Ja, was da passiert? Was war das? Haben Sie auch gerade einen Augenschmerzenaufhänger bekommen? Ja? Ja, ich auch. Ja gut, aber jetzt geht's ja. Auto hat keinen Schaden gemacht, perfekt. Ist eigentlich der AD-Muskel wieder da? Meinen Sie? Den, wenn Sie auf Ihr Handy den AD-Muskel drücken, ist der wieder da? Ah, das weiß ich nicht. Seit dem Start im Video war das entfernt. Was ist das denn? Ah ja, in Arena Worlds. Einfach ein Kriegsauto auf der Straße gefunden. Keine Fragen. Ja, also haben Sie besteht Interesse in dem Fahrzeug? Ja, also nicht. Naja, das ist halt das Goldauto. Ja, sonst können Sie. Ich denke mal, Ihr Kollege ist wohlhabend genug, um Ihnen die 300.000 da auszuleihen, oder? Ich denke mal, das könnten Sie unter sich klären. Funkcheck. Dann einmal aussteigen, obwohl, ne, ich nehme Sie durchs Haus mit. Hätten Sie noch irgendwas anderes im Angebot? Ich guck sofort, also ich guck nach, sobald ich an der Theke bin. Check. Moin. Gut. Kannst du mal gucken, ob der RS5 noch steht? Ich bin gerade einpacken lassen. Ich kann gucken. Der steht noch. Okay. Der steht nicht mehr? Der steht noch. Ah, okay. Sekunde. Jetzt. Ach, egal. Der Lamborghini ist schon was Feines. Ja. Ja, sonst lasse ich den wegschmeißen. So, okay. Ich guck mal kurz, was wir noch auf Lager. Also, wir haben nur den GLE, den Audi RS5 und den RS6. Also, mehr haben wir gerade nicht. Wenn sie sich in RS6... Wer ist okay, da? Können wir den RS6 nochmal fahren? Den RS6? Ja. Ja, Sekunde. Ah, okay. Neues Showroom-Fahrzeug. Dann. Warte, ich hol mal kurz den RS6 raus, ja? Ja. So, hier ist er. Einmal einsteigen. Man sieht sich halt hinten. So, fahren Sie mal hinten mit. Ich fahr wieder auf den Highway rauf, ja? Sind Sie da? Ja, ich bin da. Oh, okay. Die Bremsen sind ein Schwachpunkt, kann ich jetzt schon sagen. Na gut, ich bin nicht gewohnt von meinem Camacho. Gut. Also zur Ausstattung kann ich Ihnen sagen, Vollleder,
ein Head-Up-Display haben wir hier an Bord. Ja, ziemlich volle Ausstattung. Seit einem R6. Uff, aber lenken lässt sich. Naja. Nicht? Ja, ja, ich fahre nur kurz drauf und dann wenden wir am Casino. Geschwindigkeit ungefähr wieder angehen. Oh. Ja. Ja, kommt hin. Gefällt der Ihnen besser hier? Ja, auf jeden Fall. Ja, müssen Sie wie gesagt Ihren Freund nach Finanzierung fragen. Ja, Ihren Kollegen da. Funk, check. Oh, keiner am Funk. Was ist denn das? Was gibt's denn denn? Oh, bremsen. Wenn dieser Sie mehr interessiert, dann ja, kommen Sie einfach später nochmal vorbei. Die Krönung wäre, würde der Staat Teile für ein Golf GTI, den würde ich mir direkt zweimal kaufen. Tuning Golf, das Geilste, was es gibt. Ja, eigentlich schon. Wurde ja hier das Autohaus eröffnet, da waren ja Schlange davor. Das ist immer noch, also das wird immer so sein, so ziemlich, bin ich mir ziemlich sicher. Und oh, Neukunden. Ja gut, also wenn Sie Interesse daran haben, dann melde ich mich. Gut. So, da erstmal vielen Dank. Kein Problem. Noch. Nächste bitte. Entschuldigung, wem gehört denn der Route Skyline? Mir. Verkaufst du den? Nein, ich verkaufe den nicht. Okay, schade. Hast du den hier gekauft? Nope. Noch im alten Autohaus. Wo ist denn der? Da hat der 1,6 Millionen gekostet. Ja, warten Sie mal kurz. Mich triggert das immer so sehr, dass ihr Mille sagt, ne? Weil Mille eigentlich 1000 sind. Das sagt ihr alle, ey. Hören Sie mich nicht? Doch. Doch, aber der Herr in Lederjacke war eigentlich der Nächste, aber... Oh. Ja, dann kommen Sie einfach schnell. Kann ich mit reinkommen, weil... Ja. Ja, ich wollte auch eh nur gucken, erstmal. Was sagen Sie denn? Also... Entschuldigung, Autohändler, könnte ich Sie kurz stören? Ja. Könnten Sie mir Ihre Nummer geben, dass das oder kann ist ich andersrum, dass Sie mir Bescheid sagen, wenn wieder ein Skyline drin ist? Ja, geben Sie mir Ihre Nummer dann. Natürlich. Dann brauche ich Ihren Namen kurz. Tobias. Wie? Tobias Arold. Tobias Arold, okay. Korrekt. So, oh, so kann ich ansagen. Ja, ich bin bereit. 102. Jupp. 3890. 1. Okay, so. Ich hab bekommen. Gut, okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Arbold. Dankeschön. Gut. Ich hab mal eine kurze Frage. Ante. Ja? Der AMG, der C63S AMG ist der. Ja, der ist ausgekauft. Ja, wie viel ist der wert? C63S
Ja, weiß ich gar nicht. Zeigen Sie mir den mal. Ja, kommen Sie mit. Der Stinger, ich habe meinen für